Willkommen zurück hier zu Super Mario Maker 2 One Subscriber Level per Day. Der Galumba-Turm von Michi2308 im Super Mario World Style. Kurz und knackig, Einzelspieler, 5 Herzen hat es bekommen, 58 Leute haben es gespielt. Keine gute Rate, aber okay. Abschlussrate von 10,05%, 19 Erfolgreiche von 189 Versuchen gab es. Und der Weltrekord liegt bei The Beast mit 1 Minute 4. Ich weiß nicht, ob es der The Beast ist, aber es ist schon, wenn er, das ist eine große Nummer. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Video. Besiege alle Galumbas. Da komme ich nicht mehr zurück. Oh nein, nicht dein Ernst? Oh, verdammt. Yay. Ich weiß nicht, ist die Tür eine Reset-Tür? Was haben wir hier? Ich glaube, die Reset-Tür wäre viel schneller gewesen. Das wird eine Hausnummer. Hier ist eine 50er. Es wird auch noch angezeigt. Spin to win. Wow. Ne, ich gehe auf Nummer sicher. Das ist mir zu riskant. Was haben wir hier? Reset-Tür, okay. Okay. Wow. Okay, jetzt gehe ich wieder weg, beiseite. Das ist echt nicht ohne, möchte ich mal ganz kurz anmerken. Wow. Ui. Nein. Ernsthaft? Der letzte. Okay, es ist ein nettes kleines Minispiel, muss ich ja sagen. So, jetzt müssten oben noch 6 Stück sein. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn ich sterbe. Also als kleines, ich sag jetzt mal Bonuslevel oder sowas, ist es in Ordnung als herausforderndes Level, höchstens für Speedrunner. Ich meine, ich habe jetzt 3 Minuten 3 gebraucht, aber ich würde dafür jetzt nicht ein Like geben. Also, es wäre, glaube ich, noch interessant gewesen, wenn du das Ganze mit einem Stern gemacht hättest. Dass man einen Stern hat, mit dem man dann runtergeht, um das Ganze halt schneller zu machen. Das wäre, glaube ich, noch ganz interessant geworden. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, mit einer Feuerblume oder mit einem, ja, Yoshi wäre das dann, nee, mit einem Schuh hätte es auch noch Sinn gemacht, weil mit einem Schuh schön mit einer Stampfattacke zack, runter. Das wäre auch noch interessant gewesen, weil man halt mit dem Schuh beispielsweise dann versuchen muss, in der Bahn zu bleiben.
Aber insgesamt, wie gesagt, würde ich dafür jetzt kein Like geben. Aber auch kein Buh, definitiv nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, dann sehen wir uns in einer nächsten Folge wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.